Okay, das war jetzt strange. Aber richtig strange. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Ja. Okay, kacke, ich hab wieder vergessen, wo wir hin müssen. War das hier? Gut, dass er nicht total überreagiert. Die Türen waren versperrt. Hartman und die Schwestern hatten Schlüssel, aber es war unmöglich, an sie ranzukommen. Du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass warum ich auf darf ich nicht mein Zimmer zurück? Mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Bert. Wieso ist alles jetzt abgesperrt? Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Boah, es wird immer verrückter hier, Leute. Immer krasser. Oh Gott. Ach, hier sind die Türen offen. Ah ja, okay. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Hat der die Synchronstimme vom Templer von Diablo 3? Das war doch der Templer, oder? Aber darin so lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Ja klar, was ist er denn? Ach, hier ist der Typ. Warum hat der eine Xbox und ich nicht? Brüdern, jetzt sind wir nicht mehr so schwach. Was? Manuskriptseite? Die war aber vorher noch nicht da. Die Dinge geraten schnell aus den Fugen. Nicht wahr? Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Ich hab doch jetzt einen Schlüssel. Warum kann ich nicht noch die anderen Türen aufmachen? Ist doch doof. Dann gehen wir mal zum Adler. Adler. Sehr schön. Was ist das? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Boah, krass. Einen Moment lang stockte mein Atem. Boah. Psycho. Irgendwie schon geil. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Ihr gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich. Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, wie er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Er... Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit? Naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das hat doch jemand die Schatten gemalt, das sieht man nicht. Nein. Ich habe es versucht, aber... Fuck off Reality. Er hört mir nicht zu. Er ist das ist hier die Realität. Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier.
allein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Barry? Na, Barry. Kommt er denn her? Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich so... Ja, Barry, was du laberst, ist im Moment nicht so wichtig. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Yeah. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Das doch gar nicht mehr machen, oder? Mann, nur weil mich die blöden Dinger berühren, ey. Ich wollte mal so rollen und dann kann man trotzdem nicht raus. Huch. Dann hängt die noch alle. Aua, ja, ich bin tot. Gegen Möbelstücke. Alan versus Möbelstücke. Das gibt's doch nicht. Was?
Leuchtfackeln? Leuchtfackeln. Wo? Wo? Hier waren Leuchtfackeln, ich hab's gesehen. Nur eine? Kacke, wie macht man die nochmal an? Scheiße! Das macht's egal. Die Lampe geht jetzt hier auch gleich aus. Oh, ein Fernseher. Fernseher gucken. Nicht for Speed. Ach, egal. Komm ich hier nirgendwo raus? Wow, 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 like Indiana Jones hier oder was? Da 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 da. Ganz herkommen, Kumpel. Check out VCast apps and load up your phone. Ernsthaft? Das viel kommt gar nicht her. Eieiei. Hehe. Wir scheinen richtig zu sein. Was? 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 Oh, 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 oh. Tot, aber das ist ja egal. Hier blinkt irgendetwas? Ja, eine Thermosflasche. Sehr schön, sehr schön. Es gibt ja nichts über eine gute alte Thermosflasche. Nimm das Ding. Ja, lass mich doch mal hier noch meine Sachen sammeln. Lass mich doch mal hier ein bisschen looten. Wir haben wieder unsere Pistole. Mit 6 Patronen. Und ich hoffe, dass auch diesmal wieder aufnimmt mit der Facecam. Das wäre sonst echt ärgerlich. Ich bin hier drüben! Ey, ich hab das Auto, aber das Tor ist zu! Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben! Ich habe keine Taschenlampe! Alter! Hier! Al! Heckenlabyrinth! Ehrlich jetzt! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Wo bin denn? Ich hab's durchgeschafft. Dann warten wir mal kurz. Komm bitte. Labyrinth? Oh Gott, ey, das Haus sieht übel aus. Lass uns verschwinden. Ja, jetzt warte doch. Batterien, Leuchtfackeln, perfekt. Leider nur wenig Patronen, aber das schafft man noch. Ach du Scheiße, ich geh doch da nicht rein, das könnt ihr doch vergessen. Ich hab eine Orientierung sind wie ein Obdachloser, das geht doch gar nicht. Scheiße. Boah, nee. Beeil dich! Ich höre die nächsten Bogen rumschleichen! Venus? Nee. Boah, Mann, ey.
Wow! Oh, ja, 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 ja. Mistkerle, ehrlich. Boah. Das war richtig. Ja klar, oh, schon die ganze Zeit. Wo denn? Wo denn? Okay, das war jetzt offensichtlich. Boah, Alter. Dies. Nein, 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 geh weg. Geh weg, ich will nicht von dir. Geh weg. Bitte geh weg. Yay, eine Patrone. Alter, so viele Leute, das glaubst du doch selber nicht, Mann. Ich hab keine Patronen mehr. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Mann. Geh weg, geh weg. Nein, Sackgasse. Warum Sackgasse? Warum Sackgasse? Warum Sackgasse? Warum Sackgasse? Nein. Mann, Alan. Beweg dich mal. Ah, das tut weh. Sieht übel aus. Lass uns verschwinden. Boah, das ist voll mies. Mit 12 Patronen. Ist wirklich. Nee, erstmal hol ich mir die Patronen. Scheiße. Beeil dich! Ich will die bösen Buben rumschleichen! Die bösen Buben? Jetzt haben wir 24. Sieht doch schon besser aus. Okay, hier war Sackgasse. Scheiße. Okay, hier kommen von beiden Seiten welche. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Aber da war doch noch einer, oder? Bin ich drauf. Doch. Shit. Aber schön da. Was? Don't trust Emil. Ja, wer ist denn Emil? Alter! Ganz gut. Wer ist denn Emil? Ach, da liegen ja Patronen. Okay. Und Batterien. Jawohl, 31 Patronen, das sieht doch schon besser aus. Oh, sei vorsichtig. Oh, ich liebe dich. Geh weg. Oh Mann, was der aushält. Das glaubt ja auch keiner. Oh. Strike. Yes. Oh Gott. Boah, das ist eine schwere Geburt. Geschafft. Oh. Phew.